Herzlich willkommen hier zu einer Mod-Vorstellung. Heute stelle ich euch vor den Class Lexion 670 in einem Pack in Terratrak-Ausführung und in der normalen Bereifung. Zwar ist der Mod wieder vom Sid, der sich wieder einem weiteren Class Lexion-Typus angenommen hat und den verbessert hat. Es freut mich im Prinzip jedes Mal, wenn eine neue Version rauskommt. Es gibt jetzt bisher 57, 67, 77, 87 als Pack. Jetzt kommt der 670, also jetzt wird es auch ein bisschen kleiner von den Reihen her, also zurück in die Vergangenheit. Ein bisschen was gemacht und ich finde es einfach nur geil, weil somit viel mehr Möglichkeiten da sind. Jeder kann sich dann zwischen 5 Lexen einen aussuchen, der halt zu seinem Hof passt. Und freut mich umso mehr, dass er sich wieder in einer weiteren Reihe angenommen hat. Mit dabei sind wieder 4 Schneidwerke in der Arbeitsbreite von 7,50 Meter, 9 Meter, 10,50 Meter und 12 Meter, jeweils preislich natürlich steigend. Mit dabei ebenso noch das 12-Reiher Class Conspeed. Und genau, ansonsten noch natürlich die beiden Drescher, die hier auf dem Bild ähnlich aussehen wie die 57er. Natürlich haben wir hier den größeren Korntank, der quasi wie ein Achteck aufgeht. Das andere ist quasi so ein Viereckskorntank, der aufklappt. Preislich sind die günstiger als die Lexion 57 DT zum Beispiel. Korntankvolumen beide 11.500 Liter und 317 PS. Also auch im Prinzip relativ wenig, sag ich mal. Ja, was heißt wenig? Im Prinzip der Lexion 57 hat auch gerade mal 25 PS mehr, also nicht der Rede wert. Standardfruchtsorten natürlich und der Preis 290 und 300.000. Terratrak kostet ein bisschen mehr. Top-Bilder, Top-Beschreibung, was will man mehr? Ja, ansonsten sind die ganz normalen Sachen dabei, die sonst auch verändert wurden. Man sieht im Prinzip immer noch diese Verpixelungen und zum Beispiel das 670, wobei das Lexion dann verbessert wurde. Auch die Class-Aufschriften sind hier viel schärfer, viel besser. Farblich natürlich angepasst, Kabine wurde angepasst, sieht man ganz deutlich. Ihr habt natürlich hier die Möglichkeit, hinten auch das Kennzeichen zuzulassen. Das heißt, ihr könnt euch ein eigenes Kennzeichen wählen. Ja, und die ganz hinteren Standardsachen sind natürlich auch mal wieder nicht ganz so top, wie es halt von den vorherigen Mods auch sind. Dafür wieder Top-Reifen, richtig tolle Farben von Trelleborg, richtig geiles Profil. Macht einfach Spaß, auch das Schneidwerk wurde verbessert, hier mit der Aufschrift farblich nochmal angepasst. Also kann man echt nicht meckern. Was richtig geil ist, ist das Class Conspeed. Man sieht hier wirklich diese Feinheiten. Hier ist wirklich wieder traumhaft was Gutes gelungen. Ich werde trotzdem hier wieder 4 Sterne vergeben, weil, wie gesagt, ein paar Abstriche in der Textur, die der Sid einfach nicht beheben konnte oder nicht behoben hat. Wir haben natürlich hier manuelles Abladefunktion, das liegt aber an dem Mod, nicht an dem Lexion. Schneidwerk aufklappen geht natürlich auch, Haspel hoch und runter geht natürlich, Längenverschiebung nach vorne, nach hinten, alles möglich. Kennzeichen zulassen mit der Taste Steuerung und Z, da habt ihr hier euer Auswahlmenü und könnt dann hier zum Beispiel alles auswählen und habt euer eigenes Kennzeichen. Ja, Enterprise-Schiene zuklappen geht natürlich auch, dann klappt hier auch die Leiter ein und vorne natürlich auch dieser Schutz. Rohr auf und zu natürlich ganz standardmäßig, rundumleuchten sind auch funktionsfähig, Blinker ebenso, Arbeitsscheinwerfer für vorne, NUM5 für hinten, für vorne und für hinten. Meiner Meinung nach könnten die noch einen Tick besser aussehen, die Rundumleuchten, die Arbeitsscheinwerfer sind nicht ganz so prall, aber im Großen und Ganzen passt es auf jeden Fall. Wo ich mich ein bisschen wundere, dass wir hinten hier keine Arbeitsscheinwerfer haben, die funktionieren immer noch nicht. Hat der Sid entweder vergessen oder hat gedacht, ach, es gibt schon genügend Arbeitsscheinwerfer, wofür brauchen wir da auch noch welche? Könnte ich verstehen. Innenansicht ist auch top, man hat hier wieder diese Seitenkonsole mit dem Steuerknüppel, der sich nach vorne bewegt, nach hinten bewegt, KMH-Anzeige, Rückfahrkamera, die natürlich statisch ist, also wir haben einfach ein aufgeklebtes Bild hier. Aber es sieht sehr geil aus, dieser Terminal-Monitor, KMH-Anzeige, Tacho, wird per Nadel angezeigt, man sieht hinten schön in den Korntank rein, Spiegel funktionieren, alles top. Auch hier Klimaanlage, also hier kann man wirklich nicht meckern, 4 Sterne werden es bleiben. Und ja, ich kann noch mal ganz kurz vielleicht anfangen zu dreschen, damit ihr das auch mal seht, aber im Prinzip gibt es hier nichts Negatives zu sagen. Ja gut, Schneidwerk müssen wir vielleicht auch noch ausklappen, das wäre vielleicht noch eine Option. So, und los geht's. Ja, im Prinzip standardmäßiger Einzug,
funktioniert alles einwandfrei. Also hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Sehr gute 4 Sterne gibt es hier von mir. Das war's mit dieser Mod-Vorstellung hier für heute. Macht's gut, wir sehen uns noch in einer letzten. Bis dann, tschüss!